come on. Heute geht es um das Thema Sex in der Schwangerschaft. Ist Sex überhaupt in der Schwangerschaft erlaubt? Und wenn ja, wie lange? Darf ich bis kurz vor Entbindungstermin Geschlechtsverkehr haben? Kann Sperma eigentlich die Wehen auslösen? Und was ist mit meinem Mann? Kann der vielleicht sogar die Schwangerschaft schädigen? Viele Fragen haben mich dazu erreicht. Jetzt gibt es noch mehr Antworten. Viel Spaß beim Video. Frauen holt die Männer an die Bildschirme. Denn nicht nur die Frau betrifft dieses Thema natürlich, sondern und vor allem die Männer machen sich Sorgen bei Sex in der Schwangerschaft, dass sie vielleicht die Schwangerschaft schädigen könnten oder die Frau verletzen könnten. Deswegen betrifft es beiderlei Geschlechter. Jetzt bitte einmal zusammensetzen und dieses Video schauen. Grundsätzlich spricht erstmal überhaupt nichts dagegen, Sex in der Schwangerschaft zu haben, wenn deine Schwangerschaft normal verläuft, wenn du die normalen Voraussetzungen hast. Wir kommen gleich zu den Risikofaktoren, wo man es vielleicht sein lassen sollte oder besser bleiben lassen sollte. Aber grundsätzlich, wenn alles in Ordnung ist, spricht überhaupt nichts dagegen, Sex in der Schwangerschaft zu haben, und zwar von Frühschwangerschaft bis Spätschwangerschaft. Eins muss man vorweg sagen, mit dem positiven Schwangerschaftstest ändert sich für die meisten Paare grundsätzlich vieles. Und auch das Sexualleben wird dadurch natürlich auch in gewisser Weise beeinträchtigt. Und es hat so ein paar Gründe. Wir Mediziner unterscheiden ja diese oder teilen diese Schwangerschaft in drei Abschnitte auf. Und im ersten Schwangerschaftsdrittel hat die Frau einfach mit Übelkeit zu kämpfen, mit schlechter Haut, mit brüchigen Haaren, mit schmerzenden Brüsten, mit wachsenden Brüsten, mit einem Bauch, der aufgebläht ist, sie hat vielleicht Verstopfungen, sie ist müde, sie hat Stimmungsschwankungen. All das ist nicht gerade erträglich für die Lust. Und da müssen die Männer auch einfach ein bisschen Rücksicht nehmen, vielleicht sogar mit der Frau einfach mal drüber sprechen, wie sieht's denn aus, wie geht's dir? Und wenn sie da sagt, du lass mich einfach in Ruhe, ich möchte einfach nur liegen und meinen Tee trinken, dann ist das völlig in Ordnung. Da müssen die Männer einfach auch ein bisschen Respekt vorhaben. Denen geht's wahrscheinlich täglich so, und ich nenne immer ein ganz lustiges Beispiel, damit die Männer sich ein bisschen hineinversetzen können. Ich sage, es ist jetzt Neujahr, man war zum ersten Mal seit jetzt 2 Jahren wieder im Fitnessstudio, hat das komplette Programm absolviert. Anschließend hat man sich noch mit seinen Jungs getroffen und war ein bisschen aus und hat es komplett übertrieben, und am nächsten Tag tut der ganze Körper vom Sport weh. Man fühlt sich flau, einem ist übel, man hat vielleicht Durchfälle, und das ist nur 1-2 Tage so. Da hat kein Mann wirklich Lust auf Geschlechtsverkehr, und dann sage ich, die Frauen haben das jetzt die ersten Wochen. Und dann wird meistens den Männern auch klar, okay, das kann ich nachvollziehen und da muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich da irgendwie auf Sex dränge. In der zweiten Schwangerschaftshälfte sieht die Welt dann aber auch viel rosiger aus. Die Mattigkeit und Müdigkeit gehen zurück, die Übelkeit wird weniger, die Brüste tun nicht mehr so weh und insgesamt fühlt sich die Frau einfach viel, viel wohler in ihrer Haut. Das Scheidensekret nimmt zu, dadurch steigt auch die Lust. Und viele Paare finden es auch sehr erleichternd, jetzt nicht mehr auf Verhütung achten zu müssen, einfach ungehemmt, wann man möchte, Spaß und Lust haben und nicht mehr auf irgendwelche und etwaige Verhütungsmethoden achten zu müssen. Außerdem finden viele Männer die neuen Rundungen der Frau sehr, sehr attraktiv, sehr schön. Also jetzt ist wirklich die Zeit gekommen, das aus dem ersten Schwangerschaftsdrittel Verpasste nachzuholen und einfach Spaß und Lust zu haben, wann man möchte. Im letzten Schwangerschaftsdrittel nimmt die Lust auf Sex wieder so ein bisschen ab. Es hat zum einen damit zu tun, dass jetzt wieder körperliche Symptome hinzukommen. Rückenschmerzen, Unterbauchschmerzen, Luftnot, alles, was durch so eine große Kugel eben verursacht werden kann, kommt jetzt wieder hinzu und nimmt die Lust auf Sex. Auf der anderen Seite ist natürlich das praktische Vorgehen jetzt auch ein bisschen erschwert. Durch so einen großen Bauch ist es nicht mehr ganz so leicht, Stellung zu finden, wo sie keine Probleme mehr hat mit der Atmung oder auch mit den Schmerzen. Was immer ein ganz guter Tipp ist, ist die Seitenlage, also dass die Frau auf der Seite liegt. Da ist auf jeden Fall ein bisschen Erleichterung geschaffen, und auch die sitzende Position ist ganz angenehm für Hochschmerzen. Schwangere Frauen. Hier ist also auch wieder Verständnis seitens der Männer gefragt, wenn die Frau im letzten Schwangerschaftsdrittel nicht mehr solche Lust hat, Geschlechtsverkehr zu haben, muss man da einfach ein gewisses Verständnis für hegen, und ich glaube, das ist auch ganz selbstverständlich. Als kleiner Nebenfakt noch, es heißt ja immer, wenn man im Internet schaut, dass Sperma oder Sex auch die Wehen auslösen kann. Sex kann durchaus Wehen auslösen, das liegt aber eher am Vorgang an sich, also durch die mechanische Erschütterung können Wehen ausgelöst werden. Selbe Prinzip ist zum Beispiel beim Treppensteigen, Spazierengehen, dass der Körper einfach merkt, okay, da ist jetzt eine Erschütterung. Im letzten Schwangerschaftsdrittel gibt es eine gewisse Wehenbereitschaft, die es halt in früheren Schwangerschaftswochen nicht gibt, und da kann durchaus Wehen ausgelöst werden. Es gibt natürlich Studien dazu, ob Sperma, wie auch immer diese Studien aussahen, ob Sperma denn Wehen auslösen kann oder auch die Fruchtblase andauern kann. Ja, Sperma beinhaltet Enzyme, die auch Wehen auslösen könnten, in einer gewissen Menge.
Und diese Menge erreicht, auch wenn ihr im letzten Schwangerschaftsdrittel täglich 10-mal Sex habt, nicht die Konzentration, die es braucht, um Wehen auszulösen. Das heißt, dieser Fakt ist leider nicht ganz wahr, beziehungsweise teilwahr. Es gibt das Enzym, ja, aber es ist einfach so gering konzentriert, dass das keine Wehen auslösen wird. Viele werdende Väter haben die Sorge, dass sie beim Geschlechtsverkehr irgendwie der Schwangerschaft oder dem Kind schaden könnten. Sei es jetzt durch die Erschütterung, die beim Geschlechtsverkehr verursacht wird, oder auch durch den Penis selbst, dass man irgendetwas kaputt machen könnte. Diesen Männern sei gesagt, keine Sorge. Egal, was für anatomische Voraussetzungen du mitbringst, es ist nahezu unmöglich, der Schwangerschaft oder dem Kind Schaden zuzufügen. Durch die Erschütterung nimmt das Kind schon mal gar keinen Schaden, weil das liegt wirklich in einer Fruchtblase drin. Das heißt, es ist quasi in einem wässrigen Behälter und wenn dann eine Erschütterung von außen kommt, dann passiert da recht wenig mit. Durch die Penetration an sich kann das Kind, wenn natürlich alles in Ordnung ist mit der Schwangerschaft, auch keinen Schaden nehmen. Zum einen hat die Scheide auch eine gewisse Länge. Das heißt, man kommt gar nicht, bei den meisten europäischen Männern, nicht in die Region, wo man Schaden nehmen könnte. Und außerdem ist dazwischen natürlich auch noch ein Muttermund, der natürlich auch verschlossen ist zu diesem Zeitpunkt. Dahinter kommt dann noch ein Gebärmutterhals, der auch noch verschlossen ist. Und dahinter kommt dann erst die Fruchtblase. Also da sind ganz viele Kompartimente und Räume noch dazwischen, sodass man, wenn alles stimmt mit der Schwangerschaft, überhaupt nicht in diese Regionen vordringen kann, wo das Kind Schaden nehmen könnte. Macht euch also von den Sorgen frei, dass man beim Sex irgendetwas vom Kind verletzen könnte. Was passieren kann, und das ist auch eine Nebenwirkung, nennen wir es mal, vom Geschlechtsverkehr in der Schwangerschaft: der Muttermund ist sehr, sehr gut durchblutet und relativ vulnerabel, das heißt verletzungsanfällig. Wenn ihr also mit dem Penis dort den Muttermund penetrieren solltet, kann es sein, dass es nach dem Geschlechtsverkehr zu einer Blutung kommen kann, zu einer leichten Blutung. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt in die nächste Klinik fahren, wenn das alles im Rahmen bleibt. Wenn das natürlich wirklich stark blutet, also über Perioden stark blutet, da muss man schon mal schauen lassen, ob alles in Ordnung ist. Aber in der Regel gibt sich so eine Blutung wieder, das verheilt alles und man kann beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein vielleicht und nicht zu tief penetrieren. Ansonsten ist das überhaupt gar kein Problem. Nun gibt es auch Schwangerschaftsverläufe oder Erkrankungen, wo es absolut nicht ratsam ist, Geschlechtsverkehr zu haben. Als wichtigster Risikofaktor gilt sicherlich der tiefe Sitz der Plazenta des Mutterkuchens, der quasi über den inneren Muttermund hinübergewachsen ist, sogenannte Plazenta previa. Das ist ein absoluter Fall, wo man überhaupt keinen Geschlechtsverkehr haben sollte. Das ist ganz gefährlich und kann sehr stark bluten. Selbiges gilt auch für eine Gebärmutterhalsverkürzung mit Muttermundseröffnung. Das heißt, wenn man eine drohende Frühgeburt einfach hat oder eine Frühgeburtsbestrebung. Frühgeburtsbestrebung hat man zum Beispiel auch, wenn man jetzt vorzeitige Wehen hat. Also vorzeitige Wehen, Gebärmutterhalsverkürzung, Muttermundseröffnung oder so eine Plazenta previa sind absolute Fälle, wo man jetzt nicht unbedingt Geschlechtsverkehr haben sollte. Wo man auch vorsichtig sein sollte und erstmal ein bisschen zurückstecken sollte, ist eine vaginale Blutung. Wenn man also gestern Abend Geschlechtsverkehr hatte und möchte jetzt gleich wieder, aber es blutet noch ein bisschen, sollte man eher davon abraten oder absehen. Genau dasselbe gilt für eine manifeste Infektion. Wenn man also eine bekannte Infektion im Genitalbereich gerade hat, sei es Männlein oder Weiblein, sollte man natürlich davon absehen, jetzt Geschlechtsverkehr zu haben, um dann nicht irgendwelche Bakterien, Pilze oder andere Geschlechtskrankheiten zu übertragen. Das war das Wort zum Sonntag zum Thema Sex in der Schwangerschaft. Ein Thema, über das gesprochen werden sollte und was auch überhaupt kein Problem darstellt, wenn die gewissen Voraussetzungen gegeben sind, wenn die Schwangerschaft absolut normal verläuft, kann man von früh bis spät Sex haben und ist überhaupt gar kein Problem. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich doch bitte wissen mit einem Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal irgendwo hier und addet mich auch bei Instagram und Facebook, um gar nichts mehr zu verpassen. Da poste ich ab und zu mal so ein paar Insider aus dem Kreißsaal. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin und viel Spaß beim Geschlechtsverkehr. Bis dann.